Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminkvideo für dich und zwar möchte ich gerne meine Augen schminken mit dir zusammen, was ich ja in letzter Zeit jetzt häufiger mache. Und heute ist die Anastasia Beverly Hills Soft Glam Lidschattenpalette drin. Das ist so ziemlich der Klassiker, würde ich sagen. Es ist quasi die Nude-Palette. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine kompletten Base-Produkte, die ich jetzt schon drauf gemacht habe, habe ich dir auch unten in der Infobox verlinkt. Schau da gerne mal vorbei. Und es gibt auch in diesem Video eine Verlosung. Und zwar verlose ich hier von BH Cosmetics die Solar Flare Lidschattenpalette. Das ist diese hier mit 18 gebackenen Lidschatten. Und die schaut so aus und ja, ist auch fast in die Nude-Richtung. Ganz fast. Ja doch, das sind so bräunliche, ne? Aber hauptsächlich Schimmertöne. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht auch unten in der Infobox drin. Genau, und auch der Link zu der Lidschattenpalette, falls du dir die vielleicht auch nachkaufen möchtest. Ja, die Anastasia Soft Glam Palette, die gibt es ja schon seit ziemlich langer Zeit auf dem Markt und sie gehört auch in meine Sammlung und ist einfach wundervoll. Also wenn ich wirklich einen ganz klassischen Nude-Look schminken möchte, dann greife ich zu dieser Palette, weil ich einfach weiß, dass sie gut ist. Sie hat einen Spiegel, der so lala ist, man kann es halt auch umklappen. Dann haben wir hier einen zweiseitigen Lidschattenpinsel, den ich persönlich sogar richtig gut finde. Also damit kann ich gleich auch sehr, sehr gut arbeiten. Und 14 Lidschatten sind hier drin, sowohl schimmernd als auch matt. Wobei hier tatsächlich der Teil der matten Lidschatten am größten ist. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 schimmernde Lidschatten und dementsprechend ja 9 matte. Und ja, Qualität Anastasia Beverly Hills. Sehr, sehr gut. Aufpassen auf jeden Fall. Die kann krümeln. Das heißt, Fallout ist gegeben, wenn man nicht sehr, sehr sanft die Farben auf den Pinsel nimmt und man muss es immer ganz vorsichtig aufbauen. Jetzt seid ihr ein bisschen näher dran und könnt halt auch ein bisschen mehr sehen, was hier so passiert. Das finde ich immer ein bisschen schöner, als wenn ich euch so auf Distanz halte. Und als erstes nehme ich die Farbe Tempera, das ist dieser hier. Und da gehe ich hier mit der Blendeseite von dem Pinsel, der da halt mit bei ist, einfach rein. Wie gesagt, du kriegst mit dreimal reintippen richtig viel Farbe drauf. Abklopfen, da sieht man auch in der Palette, sieht man es? Ja, da habe ich es abgeklopft, dass du halt richtig viel Fallout hast und Kickback und hast ja nicht gesehen. Also immer vorsichtig damit umgehen. Und damit sette ich jetzt einfach meine Lidschattenbase, die ich eben aufgetragen habe. Ich arbeite am liebsten mit einer gesetteten Lidschattenbase, weil ich damit einfach besser klarkomme. Da lassen sich die Töne besser drauf verblenden. Man kann da einfach, ich weiß nicht, sanfter mit arbeiten. Natürlich kommt die Strahlkraft der Farben nicht so richtig dann zum Vorschein, aber dafür kann man dann theoretisch eine Cut Crease verwenden oder mit dem Finger arbeiten, wie man das halt gerne möchte. Letztendlich muss das jeder für sich selber herausfinden. Das ist, Schminken ist ja sowieso, da ist ja keine Regel oder so. Da machst du einfach das, worauf du so Lust hast, worauf du Bock hast und dann machst du es einfach. Ne? Dir wird keiner sagen, oh nein, das darfst du nicht tun. Das wird dir das Ergebnis vielleicht sagen, aber im Großen und Ganzen wird dir keiner da jetzt irgendwie einen Strick draus drehen. Okay, möchte ich jetzt eher warm werden? Ja, heute werde ich warm. Dann gehe ich erstmal hier in die Farbe Dusty Rose. Das ist so ein Rosenholzton. Nein, nicht wirklich Rosenholz, so ein Mauve-Ton. Auch wieder hier mit dem Blender. Und gebe mir den in die Lidfalte, beziehungsweise bei mir, ich sage es immer wieder, Schlupflid, Lidfalte etwas höher ansetzen. Und dann blende ich mir das halt so rein. Hast du auch Anastasia Lidschattenpaletten? Und wenn ja, was ist deine liebste und warum? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich habe ja ein paar. Also ich habe diese hier, die Modern Renaissance habe ich auch, weil das mal in so einem Set drin war. Die Soft Glam und die Modern Renaissance konnte man für recht günstig mal bei Douglas schießen. Um die Weihnachtszeit herum war das. Und dann habe ich von Mrs. X auch relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit die Soft Glam, ach Quatsch, die Sultry bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Also das ist echt eine wundervolle Palette, die halt eher so für den Augenlook für abends gedacht ist. Ne? Wenn man theoretisch weggehen würde, was jetzt ja aktuell nicht der Fall ist. Ich drehe jetzt heute am 1. April. Meine Schminkvideos kommen ja meistens immer etwas später online, weil ich so gut wie vor jedem Video mich hinsetze und so einen Lidschattenlook drehe und dann summiert sich das halt immer auf, ne? Und dann kommt es dann irgendwann so Mitte April, denke ich mal, online und ja, da bin ich auch gespannt, wie die Welt zu dem Zeitpunkt aussieht.
Genau, den Ton habe ich jetzt auch nur genommen, um quasi mein Lied so ein bisschen vorzubereiten. Und die werde ich auch nachher nehmen, um meine Liedfalte dann auszublenden, beziehungsweise die Töne, die ich dann weiter drauf gebe, auszublenden. So habe ich schon mal eine kleine Basis geschaffen. Jetzt drehe ich den Pinsel um und nehme diese Smudger-Seite und gehe in den Ton Mulberry. Das ist dieser hier. Auch wieder ein matter Ton. Den nehme ich wirklich, ich bin vorsichtig, zweimal ganz, ganz vorsichtig reingegangen. Den setze ich mir zum einen hier außen hin und dann kommt er auch in die künstliche Lidfalte mit rein, um das Ganze einfach zu vertiefen, und dann bastel ich mir hier so eine Art V. Das öffnet das Auge einfach nochmal optisch, verstärkt die äußere Geschichte beim Auge und macht das Ganze halt so ein bisschen spannender. Und zack, habe ich hier unten schon ein bisschen Fallout. Wie gesagt, das sind wirklich Farben, da musst du sehr vorsichtig mitarbeiten. Immer ganz langsam aufbauen, quasi über das Auge streicheln und nicht allzu doll Farbe aufnehmen, weil ansonsten musst du nachher erst nochmal deine Base neu machen. Oder du machst deine Base erst nach dem Augen-Make-up, das kannst du ja auch machen. Wenn man möchte, kann man einfach jetzt den Pinsel umdrehen, die Blendeseite nehmen, einmal vorsichtig in Dusty Rose reintippen und nur ganz, ganz vorsichtig aufnehmen und dann hier die Ecken und Kanten und so ein bisschen aussoften, aber das halt so, wie man gerade lustig ist und wie intensiv man den Look verblendet haben will. Bei meinem linken Auge habe ich hier immer so eine Ader, also lasst euch davon nicht irritieren, wenn das ein bisschen fleckig aussieht. Man sieht es jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Es ist meine Ader, die läuft hier so lang und die scheint halt immer irgendwie ein bisschen bläulich durch. Deswegen bin ich zurzeit auch echt ein Fan von blauen Augen-Make-ups, weil man das dadurch sehr schön kaschieren kann. Ich habe hier auch neben mir so ein Handtuch liegen, da mache ich den Pinsel dann immer mal wieder sauber, weil ich versuche auch wirklich nur den Pinsel zu verwenden. Ob ich das hinkriege, werden wir gleich noch sehen, aber das ist der Plan. Ja, also jetzt habe ich auch so weiter keinen Fallout hier drunter, das finde ich sehr schön. Jetzt möchte ich tatsächlich von zwei Schimmertönen ausgehen. Da setze ich mir außen hier so einen dunkleren Schimmerton hin und nach innen hin werde ich heller. Und ich denke, im Inner Corner, also im Innenwinkel, werde ich nochmal einen schönen hellen Ton nehmen. Das heißt, hier außen werde ich tatsächlich anfangen mit Sultry oder Sultry. Das ist dieser Ton. Finde ich ganz witzig, dass der heißt wie auch die Sultry Palette, ne? Sich aber in der Soft Glam Palette befindet. Ich versuche das jetzt mal mit diesem Pinsel aufzunehmen. Normalerweise funktioniert das, aber du kriegst dadurch halt ein bisschen mehr Fallout. Aber mit dem Pinsel kann man einfach präziser arbeiten. Und dann lege ich mir den quasi drauf, presse den auf und verteile den dann so ein bisschen. Kann man natürlich auch mit einem feuchten Pinsel machen, wie man gerade lustig ist. Ich habe gerade einfach keine Lust, mit dem Finger in mein Gesicht zu gehen und mache es mit meinem Pinsel. Den ziehe ich mir auch ein bisschen mehr noch in die matte Farbe hier außen mit rein, weil ich bin ein Fan von Schimmer. Ich mag es, wenn es viel schimmert. Das reicht auch schon. Also viel mehr wollte ich mir gar nicht aufgeben, weil dann wird es schnell zu dunkel. Hier muss man auch aufpassen, der Ton ist sehr, sehr soft gepresst in der Palette. Wenn man da zu ruppig mit umgeht, dann nimmst du viel zu viel Produkt weg, was nachher eh nicht auf deinem Auge landet. Deswegen, der Pinsel streichelt dein Gesicht und streichelt auch gerne die Farbe in den Paletten. Naja, ich würde mal sagen, bei dem Preis für die Palette geht man da eh etwas vorsichtiger mit um, oder? Einfach so aus dem Affekt heraus, aus der ganzen Normalität heraus. Ich mache das automatisch, dass ich, wenn ich so eine teure Palette in den Händen halte, dass ich da eh viel vorsichtiger mit arbeite. Nicht so in den Tönen rumrühre, sondern direkt von Anfang an immer nur so reindippe vorsichtig und sie ganz vorsichtig aufs Auge bringe. Genau. Ja, aber sie dankt es einem halt. Oh, hier muss ich noch ein bisschen was drauf machen, weil da fehlte ein bisschen was. Ich habe halt Schlupflider und dann verschwindet die Farbe einfach auch mal. Muss man noch mal ein bisschen nachjustieren. Ja, und die Farbe hat auch ein bisschen Fallout. Wie gesagt, ne, musst du halt vorsichtig mitarbeiten und ein bisschen Fallout hast du da bestimmt bei. Gut, jetzt möchte ich eine schöne helle Farbe auf mein inneres bewegliches Lid geben. Da habe ich echt die Qual der Wahl. Ich nehme jetzt die Farbe Fairy auf. Das ist, also die beiden Töne finde ich gerade sehr, sehr schön. Und Fairy gebe ich mir dann quasi auf den Rest meines beweglichen Lides. Hui, der kommt derbe auf den Pinsel. Ja, eine gute Wahl. Das ist schön knallig. Ziehe ich jetzt auch wirklich noch ordentlich mit rüber in den
Sultry Ton, einfach um da den Übergang schöner zu machen, das Auge dann halt noch ein bisschen optischer aufzuhellen und das mag ich gerne. Den setze ich mir auch dahin, wo ich mir theoretisch auch eine Cut Crease hinsetzen würde. Verblende ihn also relativ weit nach oben auch, weil man ihn ansonsten einfach bei mir nicht sieht. Hier oben in der Lidfalte wische ich dann quasi die Kanten noch ein bisschen sauber. Das, wo ich ein bisschen zu hoch gekommen bin, verschärfe mit Mulberry hier oben noch ein bisschen. Lass das aber auch so nach außen auslaufen, dass es halt nicht zu hart aussieht. Ne, weil hier oben habe ich irgendwie gerade ein bisschen was zu wenig gehabt. Da ist es so, da kann ich auch noch nachlegen. Ich spüre den Pinsel fast nicht auf meinem Auge, wenn ich da jetzt so drüber fahre. Das ist echt Wahnsinn. Den Ton Glistening gebe ich mir in meinen Innenwinkel. Na, der ist sogar ein bisschen dunkler als Fairy. Da hätte ich die andersrum verwenden müssen wahrscheinlich. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass du so ähnliche Töne dann da auch mit in der Palette hast. Ne? Schade. Ganz vorsichtig mit nur einmal reindippen und abklopfen gebe ich mir den Ton Fairy als Augenbrauen-Highlight. Das ist schon fast zu viel, weil es so dunkel ist, ne? Cypress Amber, das ist dieser dunkle, aschige Ton hier unten, kommt an meinen unteren Wimpernkranz. Und auf die andere Hälfte von meinem unteren Wimpernkranz gebe ich mir die Farbe Rose Pink. Das ist zwar ein Schimmerton, aber da habe ich echt Bock drauf gerade. Das gibt nochmal so ein zusätzliches Innenwinkel-Highlight, finde ich. Für das, was ich jetzt vorhabe, brauche ich dann doch einen anderen Pinsel. Und zwar ist es dieser hier aus dem Ducare Pinselset. Den kannst du sowohl für Augenbrauen als auch Eyeliner verwenden. Und mit dem gehe ich jetzt in die Farbe Noir und ziehe mir einen Lidstrich. Das ist halt so ein richtig tiefes Schwarz, wo ich einmal so richtig reindippe. Tupfe ich das erst und dann verbinde ich das vorsichtig. Und hier möchte ich den Eyeliner auch wirklich nur so außen haben. Den will ich eigentlich gar nicht allzu weit nach innen ziehen. Wenn ich nach innen gehe, mache ich das nur ganz leicht und ganz vorsichtig, weil mir gefällt dieses leicht rauchige, wie das so reinraucht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe das so leicht reingeblendet. Das finde ich mega. Und das Ganze ist dann halt auch kein klarer, definierter Eyeliner, so ein harter, sondern einfach so ein softer, leichter. Er ist da, aber er knallt nicht, Eyeliner. Und er ist mir da definitiv besser gelungen als da. Und das ist jetzt der Look ohne Mascara, wie ich ihn geschminkt habe mit der Anastasia Beverly Hills Soft Glam Lidschattenpalette. Jetzt kommt noch Mascara, ein bisschen Lipgloss oder so. Ja, Lipgloss ist, glaube ich, ganz gut. Und dann sehen wir mal, wie der Look komplett aussieht. Und das ist jetzt der Look mit Mascara und ja, es gefällt mir richtig gut. Natürlich kann man sagen, Claudi, zu dem Look musst du aber irgendwie mal künstliche Wimpern tragen. Mag ich nicht. Dazu habe ich mir jetzt einfach einen ganz soften Lipgloss aufgegeben. Das ist jetzt hier von Pixi einer. Dieser hier verlinke ich dir auch unten in der Infobox, ne? Und jetzt kannst du dir mal den Look von Weitem angucken. Ja, der HRF passt jetzt gerade nicht mehr so gut dazu. Genau, ja, das ist jetzt tatsächlich der Komplettlook mit der Soft Glam Lidschattenpalette von Anastasia Beverly Hills. Ich finde es großartig. Diese Art von Look schminke ich mir sehr, sehr häufig, wenn ich zu dieser Palette greife. Aber auch halt sehr, sehr natürliche Looks, weil du hast hier ja auch einfach diese Goldschimmer mit drin und auch diese dunklen Schimmer, die du sehr soft auftragen kannst. Und dazu noch Rustic oder so ein ganz, ne? Ganz entspannten Ton und dann hast du schon ruckizuck einen sehr, sehr soften, sehr natürlichen Look, womit man halt auch ganz normal arbeiten gehen kann oder so. Weil das ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt ein Look, mit dem ich jetzt zum Beispiel im Büro sitzen würde. Aber, ne, ich wollte einfach euch weiter mal mitnehmen und ich möchte sowieso meine komplette Lidschattensammlung mal durchprobieren. Das ist eine Herausforderung, ich weiß das, aber schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare rein, welche Lidschattenpalette du gerne mal in einem separaten Video sehen möchtest, so wie jetzt zum Beispiel, denn das hatte sich tatsächlich auch jemand mal gewünscht. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von ganzem Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!